Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Der Lockdown in Hessen ist das Gegenteil von verantwortungsvoller Politik. Warum? Weil ihm die wichtigsten Zutaten verantwortungsvoller Politik fehlen, nämlich Wirksamkeit und vor allen Dingen Verhältnismäßigkeit. Weil die Regierungen im Bund und Land sich und uns alle in eine Sackgasse hineinmanövriert haben. Und aus dieser Sackgasse gibt es nun einmal nur einen Ausweg, und das ist das Ende des Lockdowns. Der Weg in den Lockdown ist gepflastert mit Zahlenhuberei. Zurzeit starren wir alle gebannt auf die Inzidenz, obwohl diese eine Kennzahl niemals die Komplexität des Infektionsgeschehens abbilden kann. Meine Damen und Herren, das ist Fahren auf Sicht mit geschlossenen Augen und daher verwerflich. Der Ministerpräsident sagte am Dienstag, wir leben von Vertrauen. Recht hat er. Aber wie wollen Sie denn dieses Vertrauen zurückgewinnen, wenn viele Ihrer Maßnahmen völlig inkonsistent, unlogisch und schlicht nicht nachvollziehbar sind? Ich möchte mal ein paar Schlaglichter setzen. Nehmen wir das Thema Nachverfolgung von Infektionsketten. In den letzten Monaten wurden noch so viele Ressourcen in die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter investiert. Minister Al-Wazir konnte zwar am Montag oder vielleicht wollte er auch nicht die Antwort auf meine Frage geben, aber aus Presseberichten konnten wir entnehmen, dass im November die Entscheidung fiel, SORMAS einheitlich in Hessen einzuführen und bis Ende Februar umgesetzt sein sollte. Und damit waren Sie ja noch recht stolz darauf, dass Hessen so weit vorne ist. Im November fiel die Entscheidung. Nach 10 Monaten Corona. Ist das Ihre Vorstellung von Vertrauen in die Politik schaffen? Meine Damen und Herren, sprechen wir doch einmal über asymptomatische Infektionen. Manchmal lohnt es sich tatsächlich noch, den Staatsfunk und die selbsternannten Qualitätsmedien einzuschalten, so zum Beispiel am vergangenen Dienstag, als das Heute-Journal und die Anstalt direkt nacheinander liefen. Leider ist es ja heute schon normal geworden, dass der Nachrichtenwert der Satiresendung die Anstalt höher ist und einem das Heute-Journal wie eine Satiresendung vorkommt. Aber diesmal war es tatsächlich anders. Prof. Dr. Dr. Tobias Kurt, Epidemiologe und Direktor des Institutes for Public Health an der Charité, kam zu Wort, und zwar wie folgt. Dass wir keine repräsentative Studie haben in Deutschland, die mir wirklich sagt, wie viele asymptomatische Fälle habe ich. Also Personen, die infiziert sind und andere infizieren können, aber selber keine Symptome haben. Meine Damen und Herren, die Bedeutung dieses Satzes kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Es gibt keine empirische Evidenz, dass asymptomatische Infektionen überhaupt messbar zum Infektionsgeschehen beitragen. Trotzdem tun wir so, als seien völlig gesunde gefährlich. Das ist ein unglaublicher Skandal. Meine Damen und Herren, es ist ja nicht so, dass wir nichts wissen. Das RKI, das Robert-Koch-Institut, also das Ministerium für Wahrheit in Sachen Corona, hat ja im Februar das Papier Control Covid veröffentlicht. Seien Sie nicht traurig, wenn Sie das nicht lesen können. Das kann man alles nachlesen. Aber das sind die 17 Settings, mit denen die Kollegen dort arbeiten. Dort wird das individuelle Infektionsrisiko, den Anteil am gesamten Infektionsgeschehen und so weiter kategorisiert. Was lesen wir dort? Einzelhandel, niedriges Risiko. Gastronomie, moderates Risiko. Ja, klingt die Schließung nach Verhältnismäßigkeit? Aber was das Schlimmste ist, in Alten- und Pflegeheimen hohes Risiko, nach wie vor. Das heißt, genau beim Schutz der Gefährdeten versagen Sie. Und es ist auch hier zu Recht schon thematisiert worden, dass Hessen auf dieser Skala besonders schlecht dasteht. Und trotzdem haben Sie uns alle in Geiselhaft genommen und unzählige wirtschaftliche Existenzen vernichtet. Und das ist falsch. Niemand hat ein größeres Interesse an einem sicheren Betrieb des Geschäfts oder der Gastronomie oder sonst irgendwas als die Betreiber selbst. Setzen Sie vernünftige Rahmenbedingungen und lassen Sie die Unternehmen diese erfüllen. Der Lockdown muss enden, und das wird er auch. Wir haben Hoffnung. Hoffnung auf die Gerichte. Am 9.3. wurde im Saarland verkündet, dass der Lockdown in dieser Form unrechtmäßig ist. Wir haben auch hier in Hessen eine Normenkontrollklage eingereicht. Manchmal geht es ja auch ohne Gerichtsurteil, z.B. wenn eine Landtagswahl ansteht, so wie in Rheinland-Pfalz. Wir wissen natürlich, dass unser Antrag bei Ihnen, den Sackgassenbewohnern, keine Chance auf Zustimmung hat.
Aber die Bürger sollen wissen, dass sie von ihnen keine Hoffnung zu erwarten brauchen. Sie alle sind jetzt Mitwisser. Und wenn Sie in Kenntnis dieser Fakten einfach weitermachen wie bisher, wird man sich früher oder später dafür politisch haftbar machen. Denn, und damit komme ich zum Schluss, Grundrechte sind keine Privilegien. Sie werden auch nicht durch die Politik gönnerhaft gewährt. Sie stehen den Bürgern zu. Und Grundrechte sind vor allen Dingen Abwehrrechte gegen einen übergriffigen Staat und nicht, um die aufmüpfige Opposition zu bekämpfen. Das Herr Kollege Lischert, Sie müssen zum Schluss kommen. Jawohl, ich komme in der Tat zum Schluss. Sie stehen in der Bringschuld. Sie müssen beweisen, warum was geschlossen werden muss. Die Wahrnehmung der Rechte, also die Öffnung, ist nicht begründungspflichtig. Sie stehen in der Bringschuld. Also, das wäre verantwortungsvolle Politik. Danke sehr. Danke sehr, Frau Präsidentin. Ich habe nicht viel Zeit, deswegen will ich gleich zum wichtigsten Punkt kommen. Wir sind nicht mehr am Anfang dieser Krise. Wir haben schon ein Jahr Corona hinter uns. Der Lockdown letztes Jahr war ja in einer Phase, wo noch hohe Unsicherheit über die Fakten herrschte. Ja, wahrscheinlich sogar noch gerechtfertigt. Deswegen sind wir ja auch im Großen und Ganzen dieses Thema mitgegangen. Ja, aber der Punkt ist, es passiert viel zu wenig für zielgerichtete Maßnahmen, datengetriebene Maßnahmen. Wo müssen wir wirklich ansetzen? Und das Flächendeckende, Undifferenzierte, das ist das, was wir kritisieren. Es wird mit Sicherheit immer Situationen geben, wo man natürlich schließen muss, aber das Flächendeckende und Undifferenzierte muss weg. Und da muss ich festhalten, dem Kollegen Grüger ausdrücklich Recht geben. Und das ist jetzt keine Sonderlocke, man könnte doch vielleicht mal ein bisschen, sondern es ist zwingend notwendig. Denn ich sage es noch einmal, die Grundrechte haben zu gelten. Die werden nicht durch die Politik zugeteilt. Und wer diese einschränken muss, der hat die Beweislast. Und ich erinnere nur noch einmal daran, das ist ein Skandal. Wer hier so tut, als wäre irgendetwas gut und richtig gelaufen, das ist ein Skandal. Und da hilft auch nicht der Vergleich mit anderen Ländern, denen es noch dreckiger geht als uns. Danke.